Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Reihe Zufallsexperimente und Wahrscheinlichkeitsräume. Für dieses Video solltest du bereits wissen, was ein Zufallsexperiment ist. Unsere Ziele für das Video werden nämlich sein, die Ergebnisse eines Zufallsexperiments zu bestimmen und diese zu nutzen und den Ergebnisraum aufzuschreiben. Wir haben in der Box 1 die Info, die wir auch im letzten Video schon besprochen haben, nämlich dass Zufallsexperimente verschiedene Ergebnisse haben. Ich habe jetzt hier als Beispiel nochmal den sechsseitigen Würfel mit den Ergebnissen 1 bis 6 und die Münze mit den Ergebnissen Kopf und Zahl eingeblendet. Der Ergebnisraum ist jetzt nichts anderes als die Menge aller möglichen Ergebnisse. Und wir schreiben dafür dann kurz Omega. Das heißt jetzt für uns, dass wir hier die Ergebnisse, die ich eingeblendet habe, nehmen und in eine Mengenklammer packen. Beim Würfel ist Omega also dann gleich die Menge der Augenzahlen von 1 bis 6 und bei der Münze ist Omega gleich die Menge Kopf und Zahl. Das sind auch die beiden Beispiele, die ganz oben in Box 2 auf dem Arbeitsblatt vorkommen. Hier ist die Frage noch, wie viele mögliche Ergebnisse es insgesamt gibt. Und bei der Münze können wir das einfach abzählen. Kopf und Zahl, 1, 2, es gibt zwei mögliche Ergebnisse. Wir wiederholen dasselbe Spiel beim Würfel und kommen auf insgesamt sechs mögliche Ergebnisse. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass die Ergebnisse in der Mengenklammer hier anders notiert sind, als ich das vorher eingeblendet habe. Aber wir haben ja bereits festgestellt, dass es keine Rolle spielt, wie ich meine Ergebnisse aufschreibe, solange klar ist, was gemeint ist. Wir können ja auch statt Kopf oder Zahl in Worten auch diese Symbole hier verwenden. Oder beim Würfel, wie wir auch schon mal gesehen haben, könnte ich auch einfach die Zahlen von 1 bis 6 hineinschreiben. Kannst du hier gleich merken, es gibt oft mehrere Möglichkeiten, wie du deine Ergebnisse aufschreiben kannst und je nachdem sollte halt klar sein, was du damit meinst. Dann schauen wir uns gleich das dritte Beispiel an. Diesmal geht es um die Roulette-Scheibe. Diese hat 37 Felder und darauf sind die Zahlen von 0 bis 36 eingetragen. 18 sind rot, 18 sind schwarz und eines, das ist die 0, ist grün. Jetzt ist wieder die Frage, wie viele mögliche Ergebnisse es insgesamt gibt. Ich würde dich bitten, das Video kurz zu pausieren und dir selbst zu überlegen, was hier die Lösung ist. Die Auflösung machen wir gleich. Ich hoffe, du hast dir dein Ergebnis notiert und vielleicht dürfte dir gleich aufgefallen sein, dass in der Angabe bereits die Lösung versteckt ist. Denn wenn es ja 37 Felder gibt, dann gibt es auch 37 mögliche Ergebnisse. Ich habe die hier nochmal eingeblendet, also hier sind wirklich alle aufgelistet und ich habe auch die Zahlen entsprechend eingefärbt. Hier haben wir nochmal eine vergrößerte Roulette-Scheibe und hier ein bisschen hervorgehoben mit dem Pfeil, da ist die grüne 0. Der Grund dafür, dass die 0 bei der Roulette-Scheibe drauf ist, ist, dass das Casino, also das Haus, gegen das man spielt, wenn man ins Casino geht, einen kleinen Vorteil haben möchte. Denn im Allgemeinen, wenn man beim Roulette-Spiel antritt, dann ist die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen ein bisschen geringer als die Wahrscheinlichkeit zu verlieren, damit das Casino also einen gewissen Vorteil hat, um auch Geld zu machen, damit man auf lange Sicht eher verliert. Zum Schluss habe ich jetzt noch zwei Fleißaufgaben für dich. Einerseits schauen wir uns das Glücksrad an und andererseits die erste Kugel beim Lotto aus 6 aus 49. Und 6 aus 49 ist die deutsche Variante der Lotterie. Wir in Österreich haben 45 Kugeln, aber wir haben jetzt hier einfach die 49, weil ich da ein Bild dazu gefunden habe, auf dem entsprechend so viele Kugeln vorkommen. Also hier ist der 47er. Gut, deine Aufgabe ist wieder, dass du dir überlegst, was die Ergebnisse dieser jeweiligen Zufallsexperimente sind und wie der Ergebnisraum davon ausschaut. Und überlege dir außerdem auch, warum ich jetzt hier erste Kugel beim Lotto 6 aus 49 dazugeschrieben habe. Das hat nämlich einen bestimmten Grund. Die Auflösung dazu machen wir gleich wieder gemeinsam. Gut, ich hoffe, du hast dir deine Ergebnisse notiert. Wir schauen uns jetzt zuerst mal das Glücksrad an und ich glaube, da dürfte gleich einmal aufgefallen sein, dass wir einfach dreifarbige Bereiche haben, nämlich grün, blau und rot. Und das sind eben auch unsere Ergebnisse. Wir können also schreiben, Ergebnisraum Omega ist gleich blau, grün und rot. Falls uns das zu viel Schreibarbeit ist, könnten wir das ja auch mit den Anfangsbuchstaben abkürzen. Das habe ich hier gemacht und ich habe in beiden Fällen die Worte bzw. die Buchstaben noch entsprechend eingefärbt, damit man auch sieht, welche Farben auf dem Roulette, auf dem Glücksrad vorkommen. Dann beim zweiten Beispiel haben wir diese Roulette-Kugel, in der kleine Kugeln drin sind, die gezogen werden. Und das heißt jetzt für uns, wir überlegen uns, es sind 49 Kugeln, das steckt ja in dem Namen oben schon drin, und auf denen sind die Zahlen von 1 bis 49 drauf. Jetzt könnte ich meinen Ergebnisraum zum Beispiel so aufschreiben. Omega ist gleich die Kugeln von 1 bis 49.
Das ist jetzt aber eigentlich nur unnötige Schreibarbeit. Ich kann genauso gut einfach schreiben, Omega sind die Zahlen von 1 bis 49, also die Menge der Zahlen von 1 bis 49. Und der Grund, warum ich hier geschrieben habe, die erste Kugel, ist folgender. Sobald ich die erste Kugel gezogen habe, sind ja nur noch 48 Kugeln in der Urne oder in diesem Glaskasten drin. Das heißt also, wir haben nur mehr 48 Elemente in unserem Ergebnisraum für den zweiten Zug. Also es handelt sich jetzt beim ersten und beim zweiten Zug nicht um dasselbe Zufallsexperiment, weil hier eine Kugel fehlt. Das ist der Grund, warum ich hier erste Kugel dazu geschrieben habe. Gut, damit sind wir auch schon fertig. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video.